Die psychosoziale Assistenz der AWO Trialog Weser Ems GmbH. Die psychosoziale Assistenz ist ein aufsuchendes Angebot, das sich an volljährige Menschen mit einer psychischen Erkrankung und seelischen Behinderung richtet. Das Ziel ist, mithilfe individueller und auf sie abgestimmten Assistenzleistungen die eigenständige Bewältigung des Alltags zu erreichen. Wie die KlientInnen wohnen, ist egal. Allein, in der Familie, im Elternhaus oder in einer Wohngemeinschaft. Die AWO Trialog hat im Weser-Ems-Gebiet 6 Einrichtungen der psychosozialen Assistenz. Diese finden Sie in Delmenhorst, in der Stadt und im Landkreis Oldenburg, im Landkreis Ammerland sowie in der Stadt und im Landkreis Osnabrück. In Delmenhorst richtet sich das Angebot zusätzlich auch an Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Mit Unterstützung der personenzentrierten Planung finden Assistenzkräfte gemeinsam mit ihren KlientInnen heraus, was der individuelle Unterstützungsbedarf ist. Die KlientInnen sind Experten ihrer selbst und nehmen die zentrale Rolle in der Bestimmung und Verhandlung von Leistungen ein, um eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung zu verwirklichen. Die Assistenzleistungen orientieren sich demnach an den im Gesamtplan festgehaltenen Zielen und können in abgestufter Form als Beratung, Begleitung, Ermutigung, Aufforderung, Motivation, Begründung, Beaufsichtigung, Kontrolle, Anleitung, Mithilfe und Unterstützung sowie als stellvertretende Ausführung vereinbart und durchgeführt werden. Assistenzleistungen können Handlungen zur Alltagsbewältigung ganz und teilweise übernehmen oder diese anleiten und die Tätigkeiten üben. Sie werden über sogenannte Fachleistungsstunden erbracht. Inhaltlich beziehen sich die Assistenzleistungen auf die 9 Lebensbereiche der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, ICF. Zu den Lebensbereichen gehören Lernen und Wissensanwendung, Aufgaben und Anforderungen, Kommunikation, interpersonelle Interaktion, Mobilität, bedeutende Lebensbereiche, Selbstversorgung, häusliches Leben sowie gemeinschaftliches und bürgerliches Leben. Der Inhalt und die Kosten einer Fachleistungsstunde wird über eine Leistungs- und Prüfungsvereinbarung definiert. Dabei wird zwischen direkte und indirekte Assistenzleistungen sowie Verwaltungsleistungen und Sachleistungen unterschieden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.awo-ol.de im Bereich Sucht und soziale Psychiatrie.